Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. In der letzten Folge war hier das Fußballspiel, das jetzt aber schon vorbei ist, dass wir gewonnen haben. Und wir haben 200.000 dadurch gemacht und Tickets 20.000. Hä? Das ist ordentlich. Also macht es Profit oder wie? Also wir haben jetzt 22.850 durch das eingenommen. Was ja genial ist. Aber hat es jetzt genug Profit gemacht oder nicht? Ich hatte mich in der Zwischenzeit nochmal ein bisschen um das Verkehrsproblem hier gekümmert. Wie ihr seht, haben wir hier ein relativ großes Problem, was den Verkehr angeht. Ihr seht schon, aber es hat sich um einiges verbessert. Es ist ein bisschen flüssiger geworden, glaube ich. Also es staut sich dennoch viel aus irgendeinem Grund, vor allem hier. Weil die immer noch abbiegen teilweise. Wenn die halt abbiegen, dann ist es so, dann staut sich wieder. Aber es ist schon einiges zurückgegangen. Normalerweise standen wir hier vorne sogar. Das hier geht, löst sich gleich auch langsam auf. Es ist halt hier der extreme Knackpunkt. Ich habe hier viel herumgespielt. Jetzt, ihr seht schon, hier ist jetzt eine Vierer-Autobahn raus geworden, damit die hier wechseln können. Hier eine Zweier-Auffahrt. Ich probiere hier die ganze Zeit schon rum, irgendwie die beste Lösung zu finden. Ist aber leider nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe. Rein theoretisch brauche ich hier nur eine Spur bei dem Verkehr, der rüberläuft. Aber die tun sich halt hier voll verhackeln. Also anstatt, dass die sagen, okay, wir müssen abbiegen, nach da gehen, aber das sind eh fast keiner, gehen die halt nach da drüben. Was halt richtig kacke ist. Rein theoretisch könnte ich jetzt auch sagen, okay, wir tun jetzt irgendwie die Spuren. Wir können mal probieren, ob das was bringt, wenn wir den zwei Spuren jetzt hier sagen, okay, geradeaus gibt's nicht mehr. Die Spur tun wir ausweiten. Schauen wir, wie das jetzt läuft. Da muss ich aber rein theoretisch denen hier einen Wechselbereich geben können noch irgendwie. Schauen wir, wie gut das jetzt läuft. Weil rein theoretisch dürften die jetzt sich nicht gegenseitig in die Quere kommen. Schaut ganz gut aus. Jetzt staut sich dafür die Auffahrt. Wir müssen halt schauen, dass wir den Verkehr hier irgendwie ein bisschen lockern. Weil der staut sich natürlich dann miteinander wieder, ne? Das ist dann ein dementsprechendes Problem. Ich habe hier auch auf Zweier ausgeweitet. Was habe ich noch gemacht? Ich habe die hier auf eine Zweier ausgeweitet. Was den Verkehr nicht irgendwie wirklich präventiv geholfen hat, habe ich das Gefühl. Staut sich dennoch immer noch tierisch. Also der Verkehr ist echt problematisch. Und ich bin echt am Rätseln, wie wir das am besten lösen können. Der Stau hat sich dafür hier vollkommen aufgelöst jetzt, wie es scheint. Dafür will halt der komplette Verkehr über die Autobahn jetzt hier vorne abfahren. Und auch alles in die Stadt, ne? Das ist natürlich auch wieder dementsprechend. Was ich mir aber mittlerweile überlegt habe, die Teile hier sind komplett unnötig. Weil die können sich ja bei den Kreiseln dann umdrehen. Auch wenn die das hier noch benutzen. Weil ich würde gerne hier eine Mautstelle hinbauen. Wir haben hier die Möglichkeit, dieser Hund nervt mich gerade. Die Möglichkeit, wo war das? Ah, unter Straßen. Eine Mautstation zu bauen, eine große. Und wenn wir die hier hinpacken würden, dann wäre das doch schon mal etwas. Und wir räumen mal die Autobahn hier auf. Ach, ist das eine einseitige? Ach so, ich brauche so eine beidseitige natürlich. So. Jetzt gibt es hier links und rechts. Bedeutet, hier geht eine Dreier-Autobahn leise rein. Wir müssen ab sofort für diese kurze Umfangung so... Alter, dieser Hund. Ich nehme auf, Hund. Mach mich nicht traurig, Hundi. Hier wird auch so... Der Hund will irgendwas wahrscheinlich und sie geben es ihm nicht. Kann ich mir gerade wieder so gut vorstellen. Und hier ist es gleich eine Zwei-Autobahn jeweils, ne? Jo.
Dann nehmen wir hier wieder die Zweierautobahn und nach da drüben. Das müssen wir halt dementsprechend eben anpassen, weil ansonsten funktioniert das nicht. So, und zack, drauf. Ich glaube, die braucht jetzt Strom, ne? Der wird sicherlich einen Stromanschluss fehlen, genau. Aber dafür haben wir hier irgendwo sicher was, ja. Und einen Wasseranschluss braucht der... Oh, das Ding braucht auch einen Wasseranschluss. Was soll denn das jetzt? Das gibt es ja gar nicht. Schau mal, wie das... Rein theoretisch können wir es hier noch auf eine 3 ausbauen. Na, was soll denn das jetzt drehen? Die wollen die hier umdrehen. Ihr habt wohl einen Schaden. Hier wird sich schön fein eingereiht, ne? Mitte geht auf Mitte. So. Da auch wieder. Da drehen sie jetzt auch wieder still und heimlich um. Und denken sie einfach so, ja, da können wir doch ganz schnell wieder zurückfahren. Wir wollen die Maut nicht. Ihr zahlt alle die Maut, wenn ihr diese Straße benutzt. Punkt. Um. Und sie machen es trotzdem weiter. Ich kann sie umbringen. Was mache ich denn dann, diese Drecksmauteinheit? So, und die äußere kann nicht betreten werden. Punkt. Um. So. Mehr geht da nicht. Es wird wahrscheinlich jetzt noch einen höheren Staufluss aufweisen. Wie ist denn das mit der großen, also mit der hier? Wie viele Lanes hat die hätte 8 für jede Richtung. Oha. Wäre vielleicht auch nicht doof, ne? Sollte man vielleicht doch nochmal umbauen. Und das tut halt dann in dem Fall auch gut, weil halt wir die Richtung bestimmen können und auch die Menge, die durchfließt. Bedeutet, wir tun jetzt hier so hinsetzen und binden dort eine größere Autobahn an. In dem Fall würde ich einfach eine Six-Lane einbauen. Eine Four-Lane. Die hier ganz normal verbinden, wieder mit einer Three-Lane-Link. So. Und dann hier vorne irgendwie die Kurve sozusagen nutzen. Um sozusagen hier nochmal die alle aufeinander stoßen zu lassen. Zack. Das braucht natürlich auch noch eine Stromverbindung. Und nee, Wasser hat's. Da wird jetzt wahrscheinlich der Strom wieder fehlen, ne? Ja. So. Verbunden? Fragezeichen? Yes. Verteilt euch doch mehr. Für was habe ich denn die 3000 Links hier gebaut? Vielleicht sollte ich da ein bisschen mehr die Autobahn vorbereiten für. Dass allein die Auto, die Brücke schon hier Four-Lane ist. Und dann das Endstück hier vielleicht so Six-Lane-mäßig. Five. Mach auf Six hier so rüber. Zack. Dann geht das hier auch nochmal auf den Four-Lane wieder zurück. So. Genug Platz haben sie jetzt auf jeden Fall. Die Frage ist, wie viel verdienen wir denn dadurch? Kosten für die Fahrzeuge letzte Woche 142. Im Grunde ist der Plan dahinter, dass das den Verkehr ein bisschen in die Richtung dämpfen sollte. Auf der Brücke wird Spur nicht gewechselt. Wie oft noch? Ihr fahrt hier fein eure Spuren. Und wenn ich euch eher nach da drüben lenken muss. So. Ups, so.
Die sollen sich halt ein bisschen mehr verteilen, ansonsten ist es klar, dass es sich staut. Weil die wechseln halt 24/7, das ist der Wahnsinn. Rein theoretisch sollten sie sich einfach immer so weiter rausbiegen dürfen. Nope. So, und hier machen wir das genauso. Dass die in dem Fall nur reinwechseln dürfen. Um den Verkehr halt dementsprechend flüssig zu lassen. Ach, schau an, jetzt haben sie es ein bisschen besser hingekriegt, ne? Jetzt sollte nicht der Durchfluss auch um einiges höher sein. 191 Autos, ja. Ich würde das mal als ordentlich bezeichnen. Man könnte es noch hier optimieren zum Beispiel. Ist es die Polizei, die hier gerade wieder gegen die Verkehrsregeln fährt? Nee. Ich würde einfach sagen, das teilen wir jetzt so auf. So, ein bisschen aufgeteilter noch. Und auch hier so ein... Es ist ein bisschen kompliziert gerade, vor allem zu sehen, weil so viele Striche sind. Holla, die Waldfee. Aber der Verkehr kommt gut durch, habe ich das Gefühl, ne? Also staut sich nicht so extrem, wie ich es gedacht hätte. Staut sich eher dort, wo sie sich ein... Warum müsst ihr euch denn dort einreihen, wo es losgeht, ey? Also rein theoretisch bräuchte ich schon allein bis hier eine Six-Lane. Wie viel kommen durch? 152. Was ist weniger geworden? Hier sind es 93. Ich glaube, ein paar benutzen dann auch die Auffahrt, oder? Also hier ist auch dementsprechend ein bisschen Verkehr. Ja. Würde ich mal behaupten. Staut sich halt hier im... Ich weiß gar nicht... Achso, weil sie hier wahrscheinlich wieder wechseln runter, ne? Weil sie natürlich hier nicht auffahren wollen. Und dann schauen sie sich hier wieder zusammen. Ah ja. Das typische Autobahn-Zusammensynchronisier-Problem. Sie kriegen es einfach nicht geschissen, ne? So. Tut's danach ändern. Oha. Wo staut's denn jetzt? Hä? Hat mit in der Stadt gerade einen Stau, oder was? Das wäre was ganz Neues. Was ist mit der Müllabfuhr? Die ist besser als sonst. Wir hatten schon wesentlich schlechtere Systeme. Wie geht's eigentlich unserem Park hier? Park macht... Boah. Bisschen Einkünfte. Und hat angeblich schon alles freigeschaltet. Was? Ah ja. Eine Jagdhütte könnte man jetzt bauen. Bauen wir mal dort eine Jagdhütte hin. Ob das jemand nutzt überhaupt, wenn ich die hier aufstelle? Ich weiß das ja nicht, ne? Jetzt tun wir hier den Boden patchen. Bänke hin. Erholungsort Nummer Uno. Was hält man noch?
Das ist noch so ein riesiger Campingplatz. Der ist nur noch größer. Ach du Himmel, Herrgott, je. Geht's noch größer? Jojo, geht noch. Vor allem der Weg ist ja voll super platziert. Ja, wir wollen uns mal nicht beschweren. Ist ja im Grunde Naturschutz. Oh. Feuerwehr schon unterwegs oder wie schaut's da aus? Bin gefragt, woher kommt denn die Feuerwehr überhaupt? Hä? Haben wir hier keine Feuerwehr in der Gegend? Leute? Feuerwehr? Doch, da hinten. Und warum ist da keine? Ah ne, warte mal, ich bin im falschen Tab. Feuerwehr. Ach je, ich brauche also hier nochmal eine. So. Setzen wir den Teil hier nochmal unter Schutz. Ist die Hütte abgebrannt? Ja, super. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!